Minimalismus.ch, Selim Tolga. Guten Morgen, Selim. Guten Morgen, Thomas, oder guten Mittag. Wir sind ja heute bei dir zu Hause, ist also ein bisschen anders. Wir sitzen uns gegenüber, genau. Wir haben Einmal pro gerade Jahr mindestens, hä? einmal pro Jahr sitzen wir zusammen und reden ganz normal, ist ein bisschen ungewohnt. Das stimmt, ja. Also, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, dass wir ja nur telefonieren miteinander und du schneidest dann beide Spuren zusammen. Das ist dann auch interessant. Genau, jetzt tönt es wahrscheinlich ein bisschen hohl oder halt, weil in der Küche hat es auch nicht so viele Dinge bei mir. Wenn man das halt gewohnt ist von Minimalisten, dann ist immer Hall nicht weit. Kennt man ja auch von meinen Videos. Stimmt, aber die sind noch besser geworden, habe ich das Gefühl. Tonqualitätmäßig. Danke, das freut mich zu hören. Ich gebe mir Mühe. Ich sehe gerade, dein Handy liegt auf der Hülle und da sehe ich 50 Schweizer Franken in Bargeld. Was hat das damit zu tun? Du hast doch dein Bargeld minimalisiert kürzlich. Ja, das ist mein Notgroschen, weil ich hatte ja eine Zeit lang eine Smartwatch, wo ich bezahlen konnte und zusätzlich auch noch auf dem App, auf der App, also auf dem Handy die Google Pay App. Da hatte ich zwei Möglichkeiten. Jetzt habe ich nur noch die Google Pay App. Und da habe ich gedacht, gut, wenn die mal nicht geht, dann habe ich noch Bargeld. Und die Handyhülle wird dadurch nicht dicker, also habe ich noch 50 Franken dabei und ich habe sie noch nie verwendet, also theoretisch könnten sie weg. Also eigentlich ein Ding mit der Angst. Du willst auf Ja, natürlich. du willst vorbereitet sein, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass du mal nicht digital zahlen kannst. Ja, es geht eigentlich nur darum, aber es ist auch, also ich habe weniger Mühe mit solchen Sachen, weil der stört mich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt einen Schlüssel da drin hätte, da gäbe es eine Beule hinten. Von dem her ist das einfach ein Blatt Papier, das da drin liegt. Apropos Schlüssel, ich sehe jetzt zum ersten Mal dein Nuki-Schloss vor Augen. Das ist dieses digitale Schloss. Das kannst du jetzt wie genau öffnen mit deinem Ja, Handy? könnte ich jetzt mit dem Handy öffnen, aber da wir jetzt damit aufnehmen, kann ich Okay. jetzt das nicht machen. Das ist der Nachteil von Multifunktionalität. Genau, wir reden dann irgendwann mal über Handys. Selim will sein Smartphone minimalisieren. Für mich komplett unverständlich, aber das kommt irgendwann mal. Super. Was gibt es bei dir Neues? Ich habe, also wenn das Beste beim Minimalisieren ist, wenn du den Selim einlädst, dann weißt du, jetzt musst du erstens aufräumen und minimalisieren. Ich habe jetzt wieder extrem viel weggegeben, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel hatte. Die Schublade mit so Tupperware-Plastikverpackungen habe ich ausgemistet, dann sicher 10 Stück entsorgt, weil es ist mal was Neues dazugekommen, was ich mal bei einem Mystery Shopping kaufen musste, etwas Schöneres und Besseres. Dann habe ich aber das einfach reingestellt und das Alte nicht rausgenommen. Das war eigentlich der erste Fehler. Und man muss halt einfach einmal im Halbjahr oder Jahr, muss man einfach überall durchgehen und überlegen, brauche ich das noch? Also habe ich da entsorgt. Dann hatte ich auch noch so Flaschen, so Plastikflaschen, die ich aufgefüllt habe mit Tee im Sommer ganz oben im Gestell. Das habe ich jetzt auch weggegeben. Die habe ich auch nicht so häufig gebraucht. Da könnte ich leere PET-Flaschen nehmen oder so. Das ist auch nichts wirklich Wichtiges. Dann hatte ich eine Holzkiste mit Verlängerungskabel und Doppelstecker. Dann habe ich die mal aufgemacht und gedacht, welche Geräte habe ich, wo ich ein Verlängerungskabel benötige? Weil den Raclette-Ofen habe ich nicht. Wir haben heute Raclette gegessen mit so Röschokerzen, Teelichter heißt das in Deutschland. Also ich habe gar nichts mit für ein Verlängerungskabel. Und diese Kiste mit diesen vielen Apple-Adapter, diese weißen, wo man in der Roomtour sah, Ja, hast du die noch? die gibt es auch noch. Da könnte ich wahrscheinlich so ein Drittel reduzieren. Ich glaube, ich müsste auch mal ein Thema machen, so Kabelmanagement, ja. Kabelmanagement. Weil das ist schon auch etwas, da kommt man auch immer ein bisschen mit der Angst, also in Anführungszeichen Angst, aber da hat man Ja. irgendwie das Gefühl, ja, wenn das Kabel noch kaputt geht, dann habe ich noch eins Reserve, dann habe ich drei verschiedene Anschlüsse. Genau. Aber das Problem ist immer, man kauft ein neues Gerät und dann sind noch x Adapter dabei, die man eigentlich nicht braucht, aber sie sind dann dabei und das kann ich doch nicht weggeben und vielleicht braucht man das. Man wird da fast dazu gezwungen, die aufzubewahren. Ja, die Frage ist, wie viele Stecker brauchst du, so Stromstecker, weil jeder ist ja schon, also die meisten sind schon eingesteckt bei mir. Und dann gibt es vielleicht noch ein oder zwei, aber ich habe etwa 4 oder 5, weil ich sie halt habe, könnte man auch weggeben. Dann habe ich die Schublade in der Küche, da waren so Plastiktüten, Frischhaltefolie und so Zeugs drin, habe ich ausgemistet.
Jetzt habe ich eine Frage: Brauche ich wirklich Alufolie und Frischhaltefolie oder brauche ich eins von beiden überhaupt? Mehrheitlich nicht. Was brauchst du zu Hause mehr? Also so Frischhaltefolie, die brauche ich zum Teil, wenn ich, kann ich jetzt ein Sandwich machen und das mitnehmen würde. Das ist der einzige Grund, wo ich noch daran denken könnte, sowas zu verwenden. Aber gibt es da, ich habe lieber so Plastik, kleine Plastiksäcke, durchsichtige. Also Nachhaltigkeit ganz schlecht, aber Komfort relativ hoch, weil diese Frischhaltefolie ist immer mühsam zum Abreißen und ist eigentlich eher lästig und Gegen das KISS-Gesetz. Jetzt hast du es gerade genau. beantwortet. Also ich habe nur Alufolie. Auf Alufolie habe ich auch, das Die finde ich, ist das ist. multifunktional, mit der kannst du auch andere Dinge machen, oder? Du kannst sie zum Beispiel zusammenknüllen, dann kann man sie zum Putzen brauchen. Oder ich brauche sie jetzt noch für die Katze, wenn sie mal irgendwo nicht hingehen soll. Also ich denke, mit Alufolie kannst du alles Okay. abdecken, oder? Interessant. Oder dein Sandwich kannst du ja auch in den Tupperware machen, Ja, oder? das habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt Alufolie und Frischhaltefolie könnte ich beides mal wegschmeißen. Kannst du auch schnell wieder beschaffen. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie schnell kann ich sie wieder beschaffen? Es gibt so eine 20-20-Regel. Wenn du es innerhalb von 20 Minuten für weniger als 20 Euro wieder beschaffen kannst, dann kannst du das auch wegschmeißen, wenn du nicht brauchst. Und das ist genau so ein Fall. Es ist doch immer wieder gut, einfach nur darüber zu sprechen, oder? Genau. Jetzt kannst du es ein bisschen setzen lassen. Ich habe ja nichts minimalisiert bei mir. Mir ist etwas aufgefallen, so Stichwort E-Mail schreiben. Ich habe gemerkt, es gibt ganz große Unterschiede, wie Leute E-Mails schreiben. Also ich schreibe E-Mails sehr zackig, schnell, mit wenigen Worten. Also ich versuche auch dort Minimalismus reinzubringen, aber trotzdem noch mit einer freundlichen Art, und viele schreiben unglaublich lange E-Mails und sagt eigentlich nicht viel aus, und viele verlieren dann auch Zeit damit oder prokrastinieren. Das ist so eine Feststellung. Wie machst du das mit E-Mails? Einfach kurz und bündig. Ich versuche auch möglichst kurz, weil ich mag es auch nicht, wenn man lange E-Mails erhält. Wir haben auch von Hörern schon sehr lange E-Mails gekriegt, wo ich sagen musste, ich habe gar keine Lust, das alles zu lesen. Ja, schwierig ist es halt, du musst alles irgendwie erwähnen, damit der andere versteht, um was es geht. Aber dich trotzdem kurz halten, das ist vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit. Aber sonst versuche ich auch, mich möglichst kurz zu halten. Aber du verwendest schon Satzzeichen und Groß- und Kleinbuchstaben, wenn du E-Mails schreibst. Nicht so wie bei mir beim WhatsApp oder Ja bei. gut, also so beim Chatten in Messenger, dann schreibe ich schon gerne Kleinschreiben, oder bei den YouTube-Videos Kommentare Kleinschreiben. Also in einem Geschäftszimmer würde ich dann schon groß kleinschreiben. Aber es gibt zum Beispiel auch manchmal Leute, die sagen mir, ja, es ist doch einfacher, schnell zu telefonieren. Finde ich eben nicht. Also das ist doch so Ja, eine Ausrede für Leute, die einfach nicht gerne. es kommt ein bisschen darauf an, wenn du natürlich verschiedene Sachen abklären musst und die eine Frage ist dann von der anderen Frage abhängig, dann müsstest du 5 oder 6 Mal hin und her schreiben. Wenn du jetzt, ja, es ist nicht immer einfacher zu schreiben, aber der Vorteil ist schon bei einer E-Mail, du kannst das irgendwann lesen, du kannst es irgendwann beantworten und sonst musst du einen gemeinsamen Termin finden. Das Zwischending wäre eine Sprachnachricht. Genau. Aber das ist auch nicht immer gut. Oder man kann übrigens, da hat mir eine Kundin gesagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass man bei Mails gibt so ein Zusatzplugin, wo du dann eine Taste drücken kannst auf der Tastatur, und dann kannst du den Text diktieren. Das wird dann automatisch geschrieben. Fand ich noch Oh, gut, oder? habe ich noch nie genutzt. Ist das bei Apple nur so oder Also auch bei bei. Apple, man muss nicht mal etwas Ja. runterladen, kann es in den Einstellungen einfach unter Bedienungshilfen aktivieren. Okay. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal die Kontrolltaste drücke, geht das auf, und dann kannst du einfach diktieren und das wird geschrieben. Ja, das ist sicher hilfreich, wenn man nicht so gerne und nicht so schnell schreiben kann. Jetzt geht es heute um, was kosten mich meine Dinge? Und ich habe da schon so gesehen, eine unglaubliche Liste von dir. Jetzt Ja. verrat uns doch mal, was hast du da mit? Ja, ich bin eher der analytische Typ und habe mir mal überlegt, weil viele sagen ja, wenn sie irgendwas besitzen, einerseits, ich habe es ja und ich habe auch den Raum dafür oder den Platz. Das ist ein Argument, das ich meistens nicht gelten lasse. Weil das kostet ja das Ding, wenn es da steht. Also habe ich mir überlegt, was kostet mich etwas in meinem Haushalt, das einfach Platz benutzt oder nutzt und nicht von mir verwendet wird. Also kostet mich das, was ist die Währung, ist es Geld? Also ich habe Geld überlegt, dann hast du, finde ich aber super, was geschrieben, interessant, Frugalist fragt eher nach Kosten, man könnte die Rechnung auch mit Zeit machen. Das habe ich ja, der Minimalist. Dem geht es vor allem um Zeit, also in deinem Fall.
Das unterscheidet uns ja meistens. Dann würde ich es jetzt einfach mal den Wert der Dinge nennen und in Zeit und in Geld ausgedrückt. Okay. Weil wir kennen ja häufig den Preis von etwas, aber den Wert nicht mehr. Weil du weißt, das Buch hat 30 Euro gekostet, aber was du mit diesem Buch alles zu dir nach Hause trägst, also die ganzen Aufwände, ist wie mit einem Auto. Du hast da dort einen Anschaffungspreis, dann hast du Betriebskosten, Reparaturen, Steuern, Versicherung, Parkplatz, Entsorgung und noch vieles mehr. Das ist ja immer, was ich beim Aufräumen, Minimalismus als Argument, positives Argument brauche. Ich sage, du musst dann nicht mehr aufräumen, wenn du weniger Dinge hast, und du musst nicht mehr putzen, nicht mehr updaten. Das sind dann all diese Zeitersparnisse, und du sprichst jetzt da schon ein wenig von den finanziellen Ersparnissen, oder? Genau. Ja, aber es ist ja mehr. Also ich habe jetzt mal überlegt, was kostet mich ein Buch? Also machen wir doch ein Beispiel. Jetzt hast du ein Buch gekauft, nehmen wir doch mal 30 Euro. Ich habe das meistverkaufte Buch, das ist die Bibel. Okay, ja. Nicht, dass ich jetzt religiös wäre, aber es war ein gutes Beispiel. 30 Euro bei Amazon, hat im Bücherregal 5 cm Breite. Dann habe ich geguckt, das Bücherregal gibt es bei IKEA in Deutschland für 40 Euro. Da haben rund 100 Bücher Platz. Also kann man mal die 30 Euro rechnen, dann das die Regalkosten, habe ich noch gedacht, gut, das muss man auch noch entsorgen. Kostet bei mir jetzt rund die Hälfte, also Kilogramm durch 2, also rund, ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland wahrscheinlich 10 Euro ein Büchergestell zu entsorgen mit dem Gewicht, ist 35 Kilogramm schwer. Man müsste auch noch den Transport rechnen, also wenn ich da mit dem Auto hinfahre, wenn ich es liefern lasse, ich sage mal, das kostet auch noch einmal ein bisschen was. Also sind die Anschaffungskosten schon mal wahrscheinlich so bei 50 Cent oder bei 70 Cent. Dann kommen aber noch die Lagerkosten hinzu. Also kurze Zwischenfrage beim Bücherregal, wie hast du das jetzt gerechnet? Das ganze Regal, oder es bräuchte dann eigentlich nur die 5 cm Platz? Ich habe gerechnet in das Billy, das Billy-Regal. Das ist der Klassiker. Das ist 80 breit und 2 Meter hoch, hat 6 Stockwerke, also 6 Regale. Also da gehen rund 96 Bibeln rein. Also ich habe jetzt mit 100 gerechnet, dass es einfacher wird. Also 100 Bücher macht pro Buch für das Ganze, also im Regal, macht das 40 Cent. Okay. 60 Euro, ja, das ist die, ich komme jetzt auch nicht mehr genau, ja, aber ich habe jetzt 40 Cent gerechnet und 10 Cent für die Entsorgung, also rund 50 Cent Anschaffung und Entsorgung. Ja. Dann hast du noch dazugefügt eben Zeit. Du musst zuerst noch den Wunsch entstehen lassen, die Recherche vergleichen. Hast wahrscheinlich auch eine Stunde Zeit. Dann musst du es einkaufen gehen, auspacken, montieren, Verpackung entsorgen, nochmals eine Stunde. Ja. Stundenpreis ist wahrscheinlich auch 10 Euro mindestens, 10 bis 20 Euro. Ist sehr individuell, genau. Dann sind wir bei den Lagerkosten, oder? Genau, jetzt habe ich überlegt, das Gestell kannst du nicht einfach in eine Ecke stellen und das braucht dann nur diese 80 x 28 cm Grundfläche, sondern rund 1 Quadratmeter Platz von deinem Wohnraum. Von meinem Wohnraum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Miete bezahlst du? Das ist jetzt noch schwierig individuell. Wenn ich jetzt mit 1000 Euro rechne für 75 Quadratmeter, dann macht das 13,3 Euro pro Quadratmeter für 100 Bücher. Das macht dann jährlich 1,60 Euro für dieses eine Buch. Nee, für 100 Bücher. Aber 100 Bücher. Also es ist nicht so viel. Ja. Nee, pro Buch 1,60. Eben doch, ja. Doch, 1,60 pro Buch, ja. Dann habe ich noch überlegt, die Bücher müssen noch abgestaubt werden. Das ist auch etwas schwieriger. Reinigungskosten habe ich 20 Cent drauf. Dann die Versicherung, muss noch irgendwie die Hausratversicherung, ist auch noch pro Quadratmeter rund 1 Euro im Jahr. Also eben da mit den Reinigungskosten bringst du jetzt schon meinen Punkt rein, eigentlich mit der Arbeit, oder? Es ist so, Putzen, Abstauben, okay, 20 Cent. Was ich dann aber auch noch überlegt habe, da kommen noch Nebenkosten, das musst du eigentlich alles abwälzen auf den Quadratmeter oder auf diese Fläche. Und wenn du umziehst, nimmst du den ganzen Krempel ja mit, das kostet ja auch immer Zeit und Geld. Ja. Und wenn du ja nichts hast und umziehst, dann kostet das ja auch nichts.
Und das überlegen sich die Leute eigentlich nicht. Ja, und vor allem, was hier noch fehlt, ist, wenn du das Buch jetzt wieder entsorgst, dann geht es wieder von vorne los. Du musst, ja, wenn du es verkaufen willst, eine Verpackung organisieren, genau, oder du musst es hinfahren zum Entsorgen, du musst es irgendwo vorbeibringen oder verkaufen im Internet, das kommt ja dann alles auch noch dazu. Ne? Das kommt, da kommt sehr, sehr viel dazu. Und also was kostet dann mich eine Bibel in diesem Beispiel mit 30 Euro Anschaffung? Das sind rund 2,50 Euro im Jahr, würde ich mal sagen. Ja, bei einem einzigen Objekt. Und ja, das man stellt sich vor, man hat tausende Objekte. Ja, man hat 100 Bücher, sind es 250 Euro nur für die Bücher, also für das ganze Bücherregal, das voll ist. Mhm. Also es ist schon relativ viel, wenn man es auf 100 auch hochrechnet. Aber eben eigentlich ist die Frage, kann man das so überhaupt berechnen? Natürlich ist es schwierig, aber es macht erst dann Sinn. Und du kannst natürlich auch das Zimmer nehmen und dann die Quadratmeter rechnen und alle Dinge zählen, die da drin sind, und sagen, gut, das Schlafzimmer bestehen aus Bett, Schrank, Nachttisch, 25 oder 20 Quadratmeter, ist ein Drittel oder ein Viertel der Wohnung, kostet mich so viel im Monat. Ja. Also ich finde es gut, sich einfach grundsätzlich solche Gedanken zu machen, oder? Die meisten Leute sehen ja immer nur das Produkt im Laden, aha, das ist es. Ja, weil es halt so klein ist, ja. Ja, aber das Ganze drumherum, das sehen viele nicht. Ich denke, es ist gut, sich mal so Gedanken zu machen. Und was man ja dann auch noch einberechnen muss, ist, dass man noch weiß, dass man die Dinge hat, oder? Das ist immer so, mental muss man wissen, aha, ich habe dieses Buch, aha, es ist dort. Das ist auch Zeit, was eigentlich kostet. Ja, das überlegt sich sowieso niemand, dass es auch eine Belastung ist oder eine, wie sagt man, also einfach immer das, was man sich daran erinnern muss, wie du sagst. Oder dass man denken muss, ich sollte das wieder mal lesen, oder? Das kann auch eine psychische Belastung sein, die auch wieder Zeit erfordert. Natürlich sind Bücher für gewisse Leute Statussymbole, das verstehe ich natürlich schon. Also ich bin jetzt hier bei dir zu Hause aus der Küche, kein einziges Buch. Ja? Ich habe, glaube ich, auch keins. Hast du keins? Liest du Bücher überhaupt? Nicht mehr so häufig. Ich habe meinen E-Book-Reader verschenkt und ich lese Zeitung auf dem Tablet und Bücher eigentlich selten. Ich habe viele Hörbücher, aber ich lese nicht mehr so viel Bücher. Was machst du, wenn dir jemand ein Buch schenkt? Das kommt nicht vor. Nehmen wir jetzt an, ich hätte dir heute zum Raclette ein Buch mitgebracht. Dann, ja, eigentlich sollte man das gar nicht passieren lassen. Also wenn ich eins geschenkt kriege, dann würde ich es wahrscheinlich lesen. Also wenn es mich interessiert, sonst würde ich es wieder weggeben. Weil aufbewahren nützt ja nichts. Für was? Entweder lese ich es sofort oder ich plane es, wann ich es lese, wenn ich jetzt schon ein Buch am Lesen bin. Aber es einfach mal auf Halde aufzubewahren, macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Also ich bin da schon radikaler geworden. Ich denke, das ist auch der Minimalismusweg, das Geschenk ja eben auch. Also der Zweck ist ja, dass man Freude macht beim Überbringen und dann kannst du selber entscheiden. Okay, wie geht deine Rechnung weiter damit? Also die Rechnung ist eigentlich soweit zu Ende, aber es macht eigentlich erst dann Sinn, wenn du einen ganzen Raum oder die ganze Wohnfläche reduzieren kannst. Solange du natürlich die Wohnung gleich groß behältst, dann ist, je weniger Dinge du hast, umso teurer werden die Dinge. Weil du dann mehr Fläche, also weniger Dinge, mehr Fläche teilen. Und dann, wenn du jetzt eine Wohnung hast und nur noch ein Bett drin, dann kostet mich das Bett im Monat diese 750 Euro Miete. Es ist wahrscheinlich bei Dingen, die ein anderes Möbel verlangen zum Aufbewahren, wieder ganz anders als zum Beispiel bei dieser Lampe, deine Deckenlampe in der Küche. Die braucht ja kein Möbel, die muss man nirgends unterbringen. Wie würde da die Rechnung aussehen? Also wenn ich jetzt abstauben vielleicht? Ja. Und irgendwann mal ersetzen. Also der Aufwand ist halt nicht so groß. Aber wenn ich jetzt sie in einem Zimmer hängen habe und das Zimmer dann nicht mehr habe, brauche ich auch die Lampe nicht mehr. Natürlich, natürlich kostet die Lampe jetzt nicht viel. Aber wenn du jetzt eben das Ziel wäre eigentlich, die Wohnung so zu reduzieren, dass du ein Zimmer freikriegst, das du entweder untervermieten kannst, wenn du das möchtest. Möchten viele wahrscheinlich nicht. Oder eine kleinere Wohnung suchen, weil dann sparst du dann auch das Geld, das die Dinge vorher benötigt haben. Und vorher musst du nicht darüber nachdenken. Es wird aber auch dann schwieriger, den Raum leer zu behalten, wenn du viel zu viel Raum hast. Das kennt ja jeder, dass das nachher vielleicht wieder schnell gleich aussieht. Spannendes Thema. Also eben nicht nur das Produkt sehen, sondern die ganze Schlange, die da noch dahinter steckt. Ja, du hast dann geschrieben, der Sinn, ob es Sinn macht, überhaupt seine Sachen zu zählen und zu inventarisieren. Ich glaube, genau aus diesem Grund macht es Sinn, um zu sehen, wie viel hat man und wie viel Platz brauchen sie
Und wenn du jetzt einfach sich mal überlegst, wenn ich die jetzt nicht hätte, welches Zimmer könnte ich aufgeben? Weil das langfristige Ziel ist bei vielen wahrscheinlich auch weniger Platz, Wohnraum zu verwenden oder zu nutzen. Vor allem, wenn die Kinder ausgezogen sind oder der Lebenspartner verstorben ist, dann sowieso. Weil das macht ja keinen Sinn, auf gleicher Größe zu wohnen. Klar, wenn du das willst, kannst du das machen, aber es ist dann einfach nicht so effektiv. Es verändert auf jeden Fall das Bewusstsein, wie man über die Dinge nachdenkt. Wenn man da auch ein bisschen mit Zahlen, die Zahlen mit einfließen lässt. Das ist ja auch so, wenn man die Dinge zählt, oder? Viele denken, das ist doch völliger Schwachsinn, seine Dinge zählen. Aber eben in Zahlen können wir Menschen gut Dinge analysieren. Ich zähle seit einer Woche die Kalorien, die ich zu mir nehme. Okay. Hat jetzt nicht mit Minimalisieren zu tun. Das habe ich auch mal gemacht, wo ich abgenommen habe. Das hilft, oder? Es hilft brutal. Also ich bin erstaunt, wie viel ich vorher gegessen habe. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wie viel ich zu mir nehme. Es hatte halt Platz, dass der Park jetzt angesetzt. Ja? Es hatte halt Platz und es war da und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Und jetzt, wo ich das weiß, realisiere ich einerseits, dass ich weniger essen sollte und ich achte auch auf die Sachen, die viel Kalorien haben, dass ich da weniger esse oder gar nicht esse. Ersetze es mit etwas, das weniger hat, dann kann ich mehr essen. Und kann ich gleich ein Beispiel sagen? Also ich kriegte von Thomas Kartoffeln, die hat er nur für mich gekocht und dann eben den Käse und er hat Käse gegessen und dann auf seinem Teller waren anstatt Kartoffeln Karotten und Birnen, oder? Und ein bisschen Gurke, Salatgurke, genau. Ja, ging auch, ja. Ich hätte auch Kartoffeln essen können, aber viel weniger dafür. Ja, also ich muss jetzt noch laufen gehen nach dem Raclette und du nicht. Hä? Apropos Laufen, wenn du jetzt in deinem Auto, das du ja nur noch das von deiner Frau fährst, wenn da ein Zähler drin wäre, was dich der Kilometer kosten würde, visuell, ich würde behaupten, da würden wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Leute darüber nachdenken, das Auto zu verkaufen. Absolut. Also ich kenne viele, die wissen, die haben keine Ahnung, was ihr Auto kostet. Ja. Die verdrängen das oder das interessiert sie einfach nicht. Ich mache ja ab und zu ein Budget, oder? Wenn es dann Finanzen ausmisten geht, auch ganz, ganz wichtig, dass man auch die Finanzen im Griff hat. Und dann, das ist immer interessant, wenn wir zum Auto kommen, trifft wirklich zu. Also das erschlägt die Leute, wenn sie da mal alle Kosten vom Auto sehen, das ist schon so. Ja, das Gleiche ist mit den Dingen. Du hast übrigens ein sehr gutes Video gemacht heute, das ist, also wir nehmen ein bisschen früher auf, das Video vom 14.12. bei YouTube müsst ihr bei Sevelim anschauen. Da geht es so ein bisschen um die Dinge, was man alles mit einem Ding dazu kauft. Dass es sogar eine ganze Industrie gibt, Spezialreinigungsmittel, Versicherungen, all das wird eigentlich um Dinge herum gebaut, damit wir das auch dann kaufen müssen fast, weil wir ja das Ding haben und das kommt alles dazu. Also ich habe ein Beispiel hier, was auf dem Tisch liegt, oder die Handyhülle, damit das Handy geschützt ist, wenn es zu Boden fällt, ist ja auch so ein Ding, oder? Eigentlich sollen sie die Handys stabiler bauen. Ja, richtig. Wahnsinn, ne? Aber die sind halt, ja. Eine Folie hast du aber nicht drauf, doch? Ja, habe ich. Doch. Nee, ist keine mehr drauf, die habe ich mal weggenommen, als sie nicht mehr so schön aussahen. Ja, aber ich habe auch kein teures Handy mehr. Ich bin ja nicht ein Android-Nutzer und das hat mich jetzt, glaube ich, 250 Euro gekostet. Das ist gut, wirklich. Und ich bin sehr zufrieden, aber von dem her, das ist eine Entscheidung, die man halt treffen muss, was man für Dinge kauft und was. Eben, wenn du einmal ein Apple-Gerät gekauft hast, dann bist du in diesem Universum drin und dann kostet es halt auch mehr. Absolut, was ich übrigens hasse, also ich bin da immer an Alternativen interessiert und deswegen habe ich mir auch keine Apple Watch gekauft und ich habe mir jetzt so die Kopfhörer gekauft, weil ich viel Coaching mache, das ist einfach. Aber dann nicht den ganz neuen, der für 600 Euro? Nein, der nicht. Also da die ganz kleinen, wo du ins Ohr reinmachst. Ja. Genau. Aber übrigens Black Friday, also ich muss mich da ein bisschen zurücknehmen. Es gibt auch positive Angebote Black Friday. Natürlich. Doch waren ein bisschen günstiger. Gut, also ich denke, wir sprechen mal sicher noch über das Smartphone, separat. Das noch. Kommt dann noch, genau. Und sonst halt einfach mal überlegen, was ihr jetzt machen würdet, wenn ihr nur noch die Hälfte oder nur noch 20% der Dinge hättet, ob ihr den Wohnraum verkleinern könntet, rechnet das mal aus. Das Schwierige ist halt, Wohnungen, günstige Wohnungen sind halt schwierig zu finden und auch vielleicht teurer. Also wenn ihr günstigen Wohnraum habt, aber dann vielleicht untervermieten oder ja. Oder einfach die Türe zumachen und abschließen, dass man da nicht mehr einstellen kann.
Genau, also ich finde es eine super Frage, wie diese Episode startet. Was kosten mich meine Dinge? Ich habe auch kürzlich in einem Video kam doch die Frage, warum habe ich das? Da haben sehr viele Das. Leute zurückgeschrieben, das hat ihnen sehr geholfen. Ich finde auch diese Frage, was kosten mich meine Dinge? Wie viel Lebensenergie oder wie viel Geld jetzt in diesem Beispiel? Das ist gut, wenn man sich das überlegt. Das hilft vielleicht auch beim Loslassen, dass man es dann eher Denke ich schon, loslässt. Ne? ja, weil du hast dann ein Endziel. Das Endziel ist eine kleinere Wohnung, da spare ich vielleicht 200-300 € im Monat und kann mir damit irgendeinen Urlaub leisten oder so, den ich vorher mir nicht leisten konnte. Es baut ein bisschen auf dem auf, als wir diese Pyramide besprochen haben, die Kategorien, der Herr der Dinge. Ich finde, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr kommen mir solche Ideen. Also mein Ziel wäre ja alles, also nichts mehr zu besitzen und einfach von Wohnung zu Wohnung ziehen zu können mit Rucksack und Koffer. Das wäre schon noch spannend. Und das ist gar nicht so weit weg. Also ich, ja, wenn ich da mich jetzt umschaue, sehe ich nur ein Sofa, einen Salontisch, ein Bild, ein TV. Also ich denke, so deine ganze Wohnung, so wie sie jetzt ist, könnte man an einem Vormittag problemlos umziehen. Ne? Ja, Also du bist schon weit. ich bin schon weit, aber ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Wobei es hat eigentlich so eine hohe Priorität, weil es gefällt mir so, wie es ist und ich bin ja zufrieden mit der Wohnung. Sie ist Das ja ist die schön. Hauptsache. Gut, Super, bis zum nächsten bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss, Tschüss, Erwin. Thomas. Bringt dir der Podcast einen Mehrwert? Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen. Vielen Dank für deine Unterstützung.